Weltklasse Unterhaltung nach Deutschland. King, bitch, you know I run it. Gleich beim ersten Turnier haben wir die kultige Festhalle ausverkauft, den deutschen MMA-Rekord gebrochen und es geht weiter. Auch diesmal können wir uns auf den deutschen Superstar und ehemaligen Profifußballer Christian Eckerlin freuen. Das schlagkräftige Bruderduo. Martin King Kong und David Zawada wird ebenfalls dabei sein. Die Geschichte und die Mission gehen weiter. 15.10. Octagon 36 in Frankfurt. Tickets im Vorverkauf bei Ticketmaster.de. Die Schwergewichtsklasse bietet einen der großen deutschen Stars, und zwar Boss Atef Moy. Der hat mit seinen 35 Jahren und als Mitglied eines der größten deutschen Gyms, UFD, 11 Siege auf dem Konto und bloß 4 Niederlagen. Zum ersten Mal verloren hat er 2018 in der KSW. Seitdem sammelt er einen K.O. nach dem anderen. Der deutsche Boss trifft dieses Mal auf das brasilianische Baby, auf den uns wohlbekannten Carison Leal. Der hat im Rahmen des Turniers Octagon 23 einen der denkwürdigsten Kämpfe im Schwergewicht auf tschechischem Boden hingelegt. Carison sollte damit für Atef Moy der richtige Gegner sein. Er schafft es, in den Eröffnungsrunden unglaubliche Bomben auszuhalten und mit einer immer besser werdenden Leistung aufzuwarten, je mehr die Zeit vergeht. Der Kampf, bei dem wir mit einer fantastischen Show rechnen, kann nun beginnen. Wir haben es gerade im Preview gesehen, Carison, das Baby, wie sein Spitzname lautet, Leal. Das Riesenbaby, oder wie? Dabei ist er eine durchaus interessante physische Erscheinung, also ein Athlet, der ja auch knapp an der 120-Kilo-Marke kratzt. Der kommt hier zu seinem nächsten Match auf der Octagon-Plattform und wirkt sichtlich entspannt, nachdem er ja bei Octagon 23 so einen riesigen Kampf hingelegt hat. Also er ist bekannt dafür, dass er enorme Bomben, wie gesagt, einstecken kann. Wir haben es gerade im Preview gesehen und das kann sehr frustrierend sein, wenn man gegen jemanden wie Carison Leal kämpft, denn der absorbiert mit seiner Stirn einfach alles, was man ihm an den Kopf wirft. Völlig egal, ob es Fäuste, Füße, Kicks, Ellbogen oder etwas anderes ist. Ja, das haben wir schon im dritten Kampf des Abends heute, im zweiten Kampf des Abends zwischen Jamie Cordero und Ibrahim Cholo gesehen. Das kann auch sehr spannende Matchups geben. Auf der anderen Seite haben wir Atef Moy, den gebürtigen Iraner, hat natürlich auch dementsprechend eine riesige Fanbase, die er aus Düsseldorf mitbringt, aus der deutsch-persischen Community. Und im Iran ist Ringen natürlich Nationalsport. Dort, wo Atef Moy herkommt, da wird teilweise auf Hochzeiten die Hochzeitsgesellschaft beiseite gestellt, eine Matte aufgebaut und dann wird dort von jungen Leuten gerungen. Also da ist das wirklich in die Kultur des Landes integriert. Wow. Carison ist richtig on fire hier bei seinem Walk-in hier in die Frankfurter Festhalle. Macht noch kurz hier ein Selfie hier mit einem der Fans. Ja, der Mann hat gute Laune. So sieht's aus und die Zahlen sprechen natürlich auch für den nationalen Muay Thai Champ und Brazilian Jiu-Jitsu Champ aus Brasilien. Und seinen letzten Gegner, den er hatte, wollte den Kampf nicht länger fortführen. Er saß in der Rundenpause da und hat gesagt, nein, ich gebe auf. Und das ist natürlich in einer Sportart, wo es um Kampfgeist und den Drive geht, ein sehr, sehr starkes Stück. Also ein Gegner erstmal so weit zu zermürben, dass man ihn dahin bringt, dass er in der Rundenpause aufgibt. Ja, da muss schon einiges passieren. Und auch Octagon-Kämpfer Rafael Javier ist bei ihm in der Ecke. Der gebürtige Brasilianer, der mittlerweile in Berlin lebt. Auch eine sehr, sehr interessante Lebensgeschichte, die Rafael Javier hinter sich hat. Also wir empfehlen nur jedem Zuschauer, sich mal ein bisschen mit den Athleten, die hier im Käfig stehen und auch teilweise ihren Coaches mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Da gibt es sehr, sehr bemerkenswertes Filmmaterial auf allen Octagon-Social-Media-Kanälen, wo die Kämpfer einmal ein wenig vorgestellt werden.
Und wie gesagt, Kerrison, the baby Leal, kommt sichtlich gut gelaunt hier rein. Nimmt sich aber auch noch mal die Zeit, um hier auf die Knie zu gehen. Und kommen wir nun zu einem der größten Kanten dieses Abends. Hatef Moel, der sich hier vom Düsseldorfer UFD-Gym auf den Weg zum Cage macht. Auch ein sehr groß gewachsener Mann. Ich bin ihm vorhin tatsächlich auch im Fahrstuhl begegnet. Hat schon eine sehr, wie soll man sagen, einnehmende Körpergröße. Also in einem kleinen Fahrstuhl mit ihm. Ist sehr angenehm. Ja. Wird schon problematisch. Er wirkt auch, als wäre er der Bodyguard der beiden Bodyguards, die neben ihm laufen. Ja, aber sehr netter Mann. Ey. Also ich hatte da ein Problem mit meiner Karte im Hotel und er hat mir dann einfach geholfen mit seiner Karte. Also wirklich sehr netter, zuvorkommender Typ. Ja, dafür wird Hatef Moel von seiner Fanbase geliebt und geschätzt, dass er ein sehr auf dem Boden gebliebener Mann ist. Arbeitet schon seit langer Zeit hier. Wir sehen ihn hier mit dem Ringertrainer Babak Nejad zusammen. Das ist der Ringertrainer unter anderem auch von UFC-Größen wie Alistair Overeem, teilweise George St. Pierre und Anthony Johnson. Also ein durchaus bemerkenswertes Resümee, was auch sein Trainer hier hat. Und der hat sich dazu entschlossen, ja, Hatef Moel im Zuge seines Octagon-Debüts ein bisschen zu unterstützen. Aber insgesamt die Besetzung in der Ecke bei Hatef ist natürlich erstklassig. Sein Manager Ivan Djakovic vom UFD-Gym ist auch am Start, zusammen mit Luther Libre-Coach Leo Sada Nogueira. Und jetzt ist natürlich die Frage, bei so jemandem, bei so einer Dampfwalze wie Hatef Moel und einem so, ja, und einem so resilienten Kämpfer wie Kerrison Baby Leal, wer macht da das Rennen? Macht es sich da bezahlt, dass Kerrison hinten raus vielleicht ein bisschen mehr Kondition und natürlich auch immense Nehmerqualitäten hat? Oder wird Hatef Moel hier das frühe Finish kriegen? Hatef Moel, eines der deutschen Schwergewichte schlechthin. Internationale Erfahrung, einen guten Rekord. Und jetzt hier in der Frankfurter Festhalle hat er die Möglichkeit, sich hier vor deutschem Publikum erneut zu beweisen. 35 Jahre alt ist der Mann Hatef, der Boss Moel. Kerre sind 26. Man sieht, beide sind gleich auf in der Höhe und fast gleich auf, auch im Gewicht. Aber Hatef Moel hat fast doppelt so viele Kämpfe wie sein Gegenüber. Is a heavyweight bout that is scheduled for 3 5-minute rounds. Your referee inside the cage is Pablo Picantetos. Let's introduce our fighters. Start with the blue corner. He is 26 years old. He stands 193 centimeters tall. He weighed in at 118.6 kilograms. He represents ABMT and Checkmate BGG Gym. And his coaches in his corner are Jean Felipe Prestes and Castaño Junior. He has a professional record of 10 fights, 6 wins, 1 draw, and 3 losses. Representing Brazil, Kerrison Baby Resende. Red corner. He is 36 years old. He stands 193 centimeters tall and he weighs in at 118.3 kilograms. He represents UFD Gym. And the coaches in his corner are Babak Nejad, Ivan Djakovic, and Tommy Djakovic. He has a professional record of 15 fights, 11 wins, 9 KOs, and only 4 losses. Representing Neruda Cup Team, deepcbd.cz, and fighting out of Germany, the boss, Hatef Moel! Ja, und das sehen wir hier mit was für einem warmen Applaus der Boss Hatef Moel aus Düsseldorf hier von dem Publikum empfangen wird. Fighters, 3 Rounds, 5 Minutes, ohne Fight Rules. Fight aktiv, fight fair. Touch gloves. Go back. Ja, der Ringrichter wirkte fast eingeschüchtert von der Präsenz dieser beiden Schwergewichte. Wenn man natürlich zwei solcher Mauern neben sich stehen hat, die es gleich richtig krachen lassen und dabei sind loszulegen, dann merkt man natürlich die Energie, die hier im Käfig herrscht. Hatef signalisiert hier, ob er
das Shake Hands machen will. Und da geht er schon direkt nach vorne. Wirft hier Carrison Linie zu Boden. Geht in den Rücken rein. Der versucht mit dem Kimura, versucht ihn zu drehen und landet oben. Schöner Kimura-Versuch hier, aber krasser Scramble hier gleich zu Beginn. Was legen die schweren Jungs hier zu Anfang für ein unglaubliches Tempo hin? Donnerwetter. Hatef Moel jetzt hier hinten in der Turtle-Position. Kann hier schön Schläge anbringen. Und das ist die Position, in der sich der Ringer Hatef Moel wohlfühlt. Ja, richtig stark. Die Top-Control, wo er seinen Gegner, ja, wo er sich schwer machen kann, sein ganzes Gewicht auf seinen Gegner lehnt und natürlich auch, wie wir es auch schon in vergangenen Matches hier am Abend gesehen haben, die Beweglichkeit der Arme einschränkt. Ich glaube, Carrison wird jetzt hier gerade merken, was für ein krafttechnischer Unterschied er jetzt gerade hier hat. Also man sieht das auch einfach. Ja, der bewegt sich sehr, sehr viel und Hatef hält ihn hier einfach nur fest. Dass seine Kraft hier arbeiten, schön, richtig eng auch. Also das ist nicht irgendwie nur so ein Gewurschtel hier oder sowas, sondern Hatef hat hier schön jetzt die Hand an der Hüfte, lässt sich hier nicht von seinem Gegner irgendwie aus dem Spiel bringen oder sowas. Okay, gut, der versucht jetzt hier wieder mit einem Kimura. Ja, Hatef macht das sehr geschickt. Er hat natürlich als so ein Goliath, wie er da im Käfig steht, enormes Gewicht und er weiß das aber auch einzusetzen. Ja, das heißt, positioniert sich richtig und dadurch, dass die Winkel dann einfach auch stimmen, ist es auch für so jemand Großes und Schweres wie Resende unglaublich schwer. Hier jetzt was zu machen, ja. Das scheint Hatef ermahnt worden zu sein für Schläge auf den Rücken. Das ist natürlich nicht erlaubt, aber Carrison versucht sich hier weiter an diesem Kimura und hält an dem Arm fest. Da muss Hatef aufpassen. Das ist eine gefährliche Situation gegen einen brasilianischen BJJ-Champion und der wirft ihn wieder. Ja, landet hier wieder oben, offene Guard-Position. Das ist, wenn die Guard noch nicht geschlossen ist, jetzt hier, jetzt wird die Guard gleich geschossen. Und Hatef drückt seinen Gegner hier ganz dominant gegen den Käfig. Ja, das ist krafttechnisch hier, ist das ein ganzer Level-Unterschied hier. Absolut. Ellbogenschläge jetzt zum Gesicht. Und 2 Minuten 45 in der ersten Runde ist noch lang. Also es ist wirklich ein Albtraum für jeden MMA-Sportler, ein so starkes Schwergewicht wie Hatef Moel und einen so starken Ringer vor allem so lange auf sich zu haben. Das ist extrem kräftezehrend. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass die Position in der Oberlage immer erstmal dann wirklich gut ist, wenn der Kämpfer an den Beinen des Gegners vorbei ist. Solange Carrison noch die Füße bei Hatef in die Hüfte reinbekommen hat, kann er sich da noch rausmanövrieren. Sobald Hatef aber an den Beinen vorbei ist, wird das für Carrison sehr, sehr schwierig. Hatef übermannt hier seinen Gegner einfach gerade mit seiner Kraft. Der weiß nicht wirklich, was er zu tun hat. Hatef bleibt hier auch ganz cool. Der Boss. Oh. Schön an der Guard vorbeigekommen. Läuft aber noch in den Upkick rein. Und jetzt hat er Carrison wieder dort, wo er ihn haben möchte. In der Unterlage. Kann sich hier wieder schwer machen. Versucht auch ihn hier so ein bisschen vom Käfig hier wegzubringen, weil Carrison kann natürlich auch den Käfig hier einsetzen, um sich abzustoßen. Und das schafft wiederum ein bisschen Chaos in die Position hinein. Aber Hatef kontrolliert ihn einfach. Bringt seine Schläge ins Ziel. Das ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, aber es ist halt unglaublich effektiv. So ist es. Gerade die kurzen Ellbogen, die sehen nicht nach großer Wirkung aus, aber dadurch, dass der Ellbogen natürlich ein sehr spitzer, harter Knochen ist, wenn man sowas auf den Kiefer kriegt, kann das auch schon aus einem kürzeren Beschleunigungsweg einen recht soliden Schaden anrichten. Macht er gut. Steigt jetzt hier in den Rücken rein. Und Carrison, der muss einfach diese Runde jetzt hier abhaken. Wahrscheinlich kommt er, aber er bewegt sich schon sehr gut. Also man merkt schon, okay, da ist schon ein Niveau da am Boden. Da muss er aufpassen. Wenn das Bein gestreckt ist, also für Hatef Moel, und dann Carrison hier dagegen tritt, das sieht man hier. Das sieht sehr schmerzhaft aus. Das sind schmerzhafte Tritte, ja genau. Das kann das Knie zum Überdehnen bringen, kann schwere Verletzungen mit sich ziehen. Und dass da bei den Schwergewichten schnell mal was am Knie kaputt sein kann, das haben wir heute im ersten Schwergewichtskampf gesehen. Leider ist das so, ja. Jetzt ist Hatef wieder in der Guard. Das heißt, Carrison hat die Beine um ihn rum, aber Hatef steht wieder auf. Er hat noch nicht so wirklich einen Weg gefunden, wie er an den Beinen von Carrison vorbeikommt. Vor allem an diesen fiesen Kicks, die hier in die Kehle oder zum Kopf kommen. Abkick hier aus der Bodenlage ins Gesicht rein. Hatef ist ganz ruhig. Das wirkt fast ein bisschen behäbig, aber das ist einfach ganz ruhig und abgeklärt. Uneffizient vor allem. 10 Sekunden noch in dieser Runde. Jetzt ist natürlich die Frage, was Carrison in der zweiten Runde machen kann, um eben diese Situation und den Takedown zu verhindern. Denn
Wenn Hatef Moel erstmal in die Oberlage kommt, dann haben wir gesehen, ist das gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Geschweige denn, selbst wenn man Hatef Moel nicht auf sich drauf liegen hat, in der Side Control oder in der Guard, selbst wenn er vor einem steht, lässt er einem keinen Platz, damit er wieder aufstehen kann. Also fast die besten Aktionen hier von Carrison waren tatsächlich die Kicks, seine Upkicks aus der Guard-Position und auch die Kicks zum Knie. Aber man sieht relativ, er ist richtig verzweifelt. Der Kopf ist auch ganz rot. Er hat schon ein bisschen Blut im Mund. Ja, also Carrison sieht ein bisschen desillusioniert aus von der puren Kraft, die Hatef Moel hier ins Octagon mitbringt. Ja. Also ganz arbeitet, ganz eng, ganz methodisch, ganz ruhig, ganz abgeklärt und so weiter. Gefällt mir sehr gut hier, wie sich der Düsseldorfer hier präsentiert. Also sehr dominante erste Runde von Hatef Moel. Und es war natürlich zu erwarten, dass er direkt den Takedown sucht. Aber dass ihm das so gut gelingt und dass er Carrison hier so lange auf dem Boden halten kann, hätte ich im Vorfeld, muss ich sagen, nicht erwartet. Aber wie wir am Anfang schon gesagt haben, Carrison ist jemand, der sehr viele Schläge einstecken kann, der stärker wird, je länger der Kampf dauert. Und das macht ihn natürlich auch immer noch gut für eine Überraschung. Hatef stürmt hier sofort wieder auf seinen Gegner zu. Oh, schön gemacht von Carrison. Er läuft genau hier in den Bodylock rein. Genau in den Bodylock. Das hat genau 10 Sekunden, 5 Sekunden gedauert. Und jetzt ist Moel wieder in seinem Element. Der wird ihn gleich wieder werfen. Ja, Hatef ist darauf programmiert, die Kontrolle der Hüfte und den Clinch zu suchen, um seinen Gegner von dort aus zu Boden zu bringen. Das macht er ja auch wunderbar. Hier, Carrison probiert es jetzt hier mit Ellbogenstößen, die sind sehr unangenehm, die brennen unglaublich. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, diese Ellbogenstöße hier zum Kopf, die brennen unglaublich hier. Carrison verteidigt hier aber noch relativ gut, macht Hatef jetzt hier sehr, sehr schwer. Jetzt hat er ihn aber doch zu Boden gebracht und oh, gefährlicher Abkick wieder. Hatef kommt jetzt aber zumindest mal an einem Bein vorbei, hat jetzt hier die Halfguard. Das bedeutet, nur ein Bein ist eingehakt. Macht sich richtig schwer auf seinen Gegner. So, und das sind natürlich die Top-Qualitäten des iranischen Ringers. Versucht rüber zu steigen, über den Arm. Wenn er es schafft, sich hier mit seinem rechten Bein über den linken Arm von Resende hier drüber zu begeben, dann haben wir eine unglaublich böse Situation hier für den Brasilianer, weil dann hat er keine Hand mehr zum Verteidigen der Schläge. Der arbeitet sich hier, versucht sich hier wieder rauszuarbeiten, bewegt die Hüfte und versucht seinen Körperschwerpunkt hier zu verlagern. Moel macht das hier sehr, sehr klug. Ist ganz, ganz ruhig, macht keine Bewegung zu viel, nichts zu wenig. Hat ja völlige Kontrolle und Resende, der wird hier einfach, wie gesagt, übermannt von der Kraft des Iraners. Ja, und Hatef isoliert jetzt hier auch die rechte Schulter von Resende. Also nimmt ihm damit nochmal zusätzlichen Bewegungsspielraum. Und auch der Druck, den Hatef hier macht mit seiner rechten Schulter in den Hals hier des Brasilianers, ist sehr, sehr anstrengend. Das nimmt auch so ein bisschen die Kondition. Ja. Das ist unglaublich. Also stellen Sie sich zu Hause mal vor, eine 115 Kilo schwere Decke würde sich auf Sie drauflegen. Und wo immer Sie versuchen, unter dieser Decke hervorzukommen, kommt die Decke einfach nochmal rüber und bringt Ihr ganzes Gewicht da drauf. So ungefähr fühlt sich das an, wenn Sie Hatef Moel auf sich drauflegen haben. Besser könnte man sich beschreiben, aber jetzt versucht Resende hier auszubrechen. Wow, bekommt jetzt hier das Bein von Hatef. Was kann er daraus machen? Darf sich nicht am Käfig festhalten, das war nicht erlaubt. Der Kampfrichter ermahnt das hier auch bei Hatef Moel, aber der kann seine Hüfte hier wieder runterbringen. Sehr gute Kontrolle. Ah, Resende hakt sich jetzt hier mit dem linken Bein in das Bein von Hatef Moel ein. Da muss er aufpassen, dass er sich nicht durchdreht und versucht, einen Kniehebel durchzuführen. Aber Hatef macht das richtig gut. Ist richtig schwer hinten. Schlägt hier, muss er aufpassen, dass er nicht auf den Hinterkopf schlägt. Harte Hände hier von Hatef. Hände, richtig. Oh, wenn er damit weitermacht, dann kann das schon ein vorzeitiger Kampfabbruch sein hier. Und hier sehen wir wieder, er macht sich schwer, er lehnt seine ganze Schulter auf die Schultern von Carrison Resende. Noch eine Minute 42, die wird Carrison wahrscheinlich vorkommen wie eine Stunde, wenn er diesen 119 Kilo Hünen auf sich drauf liegen hat.
Also Moel nutzt seinen gesamten Körper und auch seinen Kopf hier sehr, sehr gut und sehr, sehr intelligent, um seine Position hier weiter in Stein zu meißeln. Das macht er sehr stark, ja. Wie gesagt, er ist jetzt an den Beinen von Carrison vorbei. Möglicherweise schafft er sogar, sich in die Full Mount zu bewegen. Das bedeutet, er sitzt komplett mit einem Knie links und einem Knie rechts auf Carrison drauf. Das ist natürlich eine der dominantesten Positionen, die er hier suchen kann. Eine Minute noch. Moel hier unglaublich effektiv. Er macht auch immer gerade so viel, dass der Schiri den Kampf nicht wieder in den Stand, bringt. Ja, das bedeutet natürlich, er rettet seine Kondition oder er spart sich seine Kondition. Er macht aber auf der anderen Seite auch die Punkte. Und für Carrison, der jetzt hier schon ein bisschen an der Lippe oder aus dem Mund blutet, ist das mehr als anstrengend. Jetzt harte Hände hier von Hartel. Hammerfist. Das kann schon das Finish sein. Halbe Minute hier noch. Halbe Minute hat er noch. Wenn er weitere Bomben hier landet, dann war's das. Aber Carrison ist bekannt dafür, dass er Treffer nehmen kann. Aber er ist noch im Spiel. Er verteidigt sich hier noch. 15 Sekunden. Kann er sich noch hier über die Zeit retten? 10 Sekunden noch in diesem Match. Der Referee ist am Überlegen, ob er das Match hier abbricht. Wow. Oh. Und hat er legt sich noch ein bisschen auf ihn drauf. Wow. Zeigt noch mal ein bisschen hier seine Dominanz. Aber da muss Hartev aufpassen, das hat ihm auch schon in der Vergangenheit. Wir haben ähnliche Szenen von ihm gegen den englischen TOF-Star James McSweeney gesehen. Und da sind diese Gesten ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und der ist dafür ermahnt worden. Also auch sein Coach sagt ihm hier, er muss sich hier ein bisschen zügeln. Carrison Resende hat Augen und den Mund weit aufgerissen. Beides ist kein guter Indikator dafür, wie es um die Kondition des Brasilianers steht. Aber da hat er eigentlich gut angefangen hier. Solange er im Stand ist mit Hartev, macht er es gar nicht mal so schlecht. Aber dann begibt er sich hier fast willentlich hier in die Clinch-Position und da ist es dann Hartevs Game. Da ist es Hartevs Spiel. Der ist klug, abgeklärt. Ja, du hast es vorhin angesprochen, lieber Sascha. Es ist, als hätte man eine 120-Kilo-Decke auf sich liegen und egal aus welcher Seite, auf welcher Seite man versucht rauszuschlüpfen oder zu entkommen, genau da konzentriert sich das gesamte Gewicht. Also es ist unfassbar anstrengend und dann noch hier gegen Ende der Runde hat Hartev gemerkt, dass er natürlich mit harten Schlägen an sein Ziel kommt, aber das sieht so aus, als wäre der Kampf vorbei, liebe Zuschauer. Hartev Moel hat hier aufgedreht zum Ende der letzten Runde. Und sein Gegner oder der Ringarzt, ich weiß nicht genau, wer es war, haben auf jeden Fall genug gesehen. Also doch ein vorzeitiges Finish hier für Hartev Moel. Der Gegner kann oder will nicht weitermachen. Dazu liegen uns noch keine Informationen vor, aber nach so einer zweiten Runde mit so einem Hünen und solchen harten Schlägen ist das natürlich mehr als nachvollziehbar, dass man davon genug hat. Jetzt gibt es hier noch eine kleine Diskussion. Da werden noch ein paar Feinheiten oder Unklarheiten bei den Punktrichtern aus dem Weg geräumt, ein paar Kleinigkeiten noch besprochen, aber der Kampf ist vorbei. Ja gut, man muss sich wirklich die Frage stellen, hätte es noch Sinn gehabt, hier nochmal eine dritte Runde hier laufen zu lassen bei einem Gegner, der so hoffnungslos unterlegen ist. 40 zu 15 Schlägen hier. Fast alle Schläge in diesem Kampf hier wurden hier von Hartev Moel ausgeführt. 3 Takedowns. Pure Dominanz hier des Düsseldorfers. So, ladies and gentlemen, your referee stopped the action after 2 rounds. So it's TKO after 2 rounds, and the winner is the boss, Hartev Moel. Good.
Du hast heute auf eine sehr dominante Art deinen Kampf gewonnen. Wie fühlt sich das an, hier das erste Mal in Frankfurt vor 10.000 Zuschauern bei Octagon zu stehen und den Sieg mit nach Hause zu nehmen? Ich bedanke bei meinem Team, meine ganzen Fans, meine Trainer, meine Gym und meine Familie und diese Octagon, die erstmal in Deutschland, das war sehr, sehr gut. Das freut mich. Ich hoffe, beim nächsten Fight, ich bin auch dabei. So he says he's super happy to be here at the very first Octagon event, wants to thank his team and all his family, and he's glad that he won the fight. Atif, du hast direkt den Takedown gezogen, als du in den Ring kamst, als du in den Cage kamst. War das der Plan, ihn die ganze Zeit unten zu halten? Ich mache am Tag, wir machen am Tag zweimal trainieren, jeden Tag trainieren bei UFC Gym. Zweimal am Tag und jeden Tag trainieren, das normal. Ich mache das direkt bei Käfig oder bei mir ist das normal. Und Tekton oder Boxen oder BJ, wir können alles machen. Okay, he says he's training three times a day at his home team, the UFD gym, and it doesn't matter where the fight goes, doesn't matter if it's boxing, wrestling, he gets the fight anytime. Hatef, eine abschließende Frage. Im Oktober sind wir natürlich wieder in Frankfurt, der 15.10. Sehen wir dich dort wieder? Das freut mich. Ich bin wieder dabei, Octagon. Fight. Ich kämpfe. So he says he's going to be there for sure. Watch out, 15th of October. Hatef Moeil, any last greetings or shout-outs to your sponsors and family? Also irgendwelche letzten Worte an seine Sponsoren. Am 15.10. kommt der Hatef den Schwergewichtstitel holen in Frankfurt. Hatef Moeil, ladies and gentlemen. Wir bringen die beste Show und Weltklasse-Unterhaltung nach Deutschland. King, bitch, you know I run it. Gleich beim ersten Turnier haben wir die kultige Festhalle ausverkauft, den deutschen MMA-Rekord gebrochen und es geht weiter. Auch diesmal können wir uns auf den deutschen Superstar und ehemaligen Profifußballer Christian Eckerlin freuen. Das schlagkräftige Bruderduo. Martin King Kong und David Zawada wird ebenfalls dabei sein. Geschichte und die Mission gehen weiter. 15.10. Octagon 36 in Frankfurt. Tickets im Vorverkauf bei Ticketmaster.de.